Boah, Leute. Ich hab keinen Bock. Na, ich bin gerade so fertig. Aber ich mach's trotzdem. Nein, Quatsch. Mir wurde gesagt, ich habe mich verbaut. Wo denn bitte? Wo hab ich mich denn verbaut? Habe ich hier einen zu viel gemacht oder was? Oder nie? Das ist falsches Holz, oder? Das war. Achso, das ist dunkle Fichte. Oder? Und wieso sind denn die Bäume noch nicht gewachsen? What the hell? Wie viel habe ich denn angepflanzt? 1, 2, 3 und die sind alle noch nicht gewachsen. Ah, oh, ist das scheiße. Vielleicht sollte man doch lieber irgendwie Fichte nehmen. Und irgendwo habe ich mich angeblich verbaut. Wo denn? Wo hätte ich mich denn verbaut? Da passt. Da fehlt einer. Das ist klar. Ich sehe nichts, wo ich mich verbaut hätte. Das Hauptproblem ist, ich habe keine Dunkeleiche mehr. Und ohne Dunkeleiche wird's blöd, weil ich brauche doch die Dunkeleiche. Ich brauche sie doch so dringend. Meine Dunkeleiche, mein bester Freund. Ich könnte mal wieder ein paar Akazien anpflanzen, ne? Ach, das sind Akazien-Setzlinge. Das andere war Birke. Uah, Birke. So, da mal, hier mal, dort mal, und dieses Mal, und hier, und da, und da. So. Und hier noch, immer schön da, wo Platz ist, zubauen mit Akazie. Vielleicht könnte ich ja auch das Akazienholz nehmen als Holz für dieses Gebäude, das ich bauen möchte. Dieses eine Gebäude da. Sie wissen schon. Da gibt es ein Gebäude und dieses Gebäude würde ich gerne bauen. Yeah. Und wenn ich dieses Gebäude nicht bauen kann, dann wäre das wirklich richtig, richtig schade. Denn ohne dieses Gebäude... Oh, ein Baum. Das finde ich aber nett von dem Baum, dass er sich jetzt da hingesetzt hat. Und das... Obwohl ich gar keinen Druck irgendwie auf ihn ausgeübt habe. Dann kann ich ja doch mit dem Schwarzeichenscheiß weiterbauen. Das ist natürlich blöd, weil ich mich ja jetzt schon dagegen entschieden hatte. Aber nein, wir machen das jetzt so weiter. Und wir müssen ja noch eigentlich aus der Mühle oben die Schwarzeichen-Dunkeleichen-Dinger da raushacken. Weil da sind auch noch welche drin. Und die gehören da nicht rein. So schnell kann es nämlich gehen. Ich weiß gerade gar keine... Was haben wir denn jetzt? Also wir müssen da schon mal... Ich gucke immer nicht auf die Uhr, dann weiß ich immer nicht, wie lange die Folgen sind. Das ist immer, weil ich immer so... So, hey, fangen wir mal an. Hey, ja, hallo. Und dann denke ich mir immer so, ja, hättest du mal vorher geguckt, wie spät das nur ist, dann hast du auch gewusst, wann der Pause machen muss. Ja. Das sind so die Probleme, die ich mit mir rumschleppe den ganzen Tag. Dass ich nicht weiß, wann ich Pause machen muss. Deswegen mache ich einfach immer Pause. Bei mir ist immer Pause permanent. Und alles, was nicht Pause ist, ist auch nicht Peggy. Also nur Peggy ist Pause. Ah, ich weiß auch nicht. Aber Fichte hätte ich halt so viel. Das ist halt schon sehr vorsichtig. So, wie habe ich ihn gesagt, wie ich das hier möchte? Da habe ich gesagt, ich möchte das so. So wie da. Na, dann habe ich hier das so. Dann habe ich hier das so. Und dann kommt das nämlich hier da außen wieder so hin. Und der nächste innen. Genau, so. Und dann da oben drauf. Aber der kommt weg. Es gibt halt mit dem Texturenpack kein so wirklich ganz dunkles Holz. Also ich hätte gerne ein richtig, richtig, richtig dunkles... Einen richtig dunklen Stamm. Ne? Ein richtig fiesen dunklen Stamm hätte ich gerne. Weil es muss, soll ja dann irgendwann so aussehen, dass das hier alles übereinander steht, ne? Versteht ihr? So wollte ich das ja eigentlich. Die Frage ist jetzt nur, oder ich mache unten den Rahmen so und fülle dann den Rest mit Fichte auf. Ich müsste das mal vielleicht dann doch wirklich mit einem anderen Texturenpack probieren. Wie es da denn so aussieht. Oh,
Aber ich bin ein bisschen fertig. Mich macht heute total alles. Das Wetter vor allem macht mich so kaputt. Ich bin irgendwie bei, wenn es so übertrieben warm ist, dann, boah, dann kannst du absolut nichts mit mir anfangen. Weil ich dann immer so schlapp bin. Ich bin ja nicht so der Freund von extrem heißen Wetter. Es sei denn, ich kann mich irgendwo so an See legen und chillen oder eine Runde schwimmen und dann da rum. Naja, aber Sonnen ist für Mädchen, das dürfen wir nicht. Also, man muss dann schon was machen. Bin ich jetzt einfach von allen guten Geistern verlassen und mache hier eigentlich nur Scheiße? What the hell? So, da noch ein drauf. So. Und this one. Da müssen wir mal schauen. Gleich dann nochmal eine Runde Forest anstarten. Weil es halt geil ist. Jetzt habe ich nur 3 Saplings von der Schwarzeiche. Das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Da liegt noch einer. Das ist ja schön. Und ein Apfel. Ach, war das kein Schwarzeichensatz? Ich habe doch nur... Wieso habe ich nur 3? Da müssen doch auch 4 rauskommen. Wenn ich 4 brauche, um so einen scheiß Baum zu bauen, dann sollen dann da auch 4 rauskommen, oder? Das ist ja wohl... Das ist ja wohl nicht deren Ernst. Gott. Ja, oder wir machen das doch mit Fichte. Statt die Akazie. Ah, da ist ja wieder eins. Immer wenn ich schimpf und mich gerade umentscheiden will, dann wächst einer. Das ist anscheinend ein gutes Druckmittel. Scheint wohl zu funktionieren. Das ist doch immer so. Immer wenn man sich beschwert, dann passiert's. Man muss sich erst immer nur einmal ordentlich beschweren. Und dann läuft das auch. Das ist wie so oft im Leben, ne? Bei so vielen Dingen. Hauptsache erstmal... Like a German, den Anwalt kontaktieren. Immer dieses, oh, das ist auch sowas, was ich immer, ich sehe das immer wieder, auf Facebook zum Beispiel oder so. Ich bin ja, also ihr müsst jetzt dazu wissen, wenn ich das jetzt immer so ein bisschen erzähle, Facebook ist für mich ja noch totales Neuland. Also das ist halt kein Scheiß, ich war nie wirklich auf Facebook aktiv und habe da nie wirklich was gemacht. Und erst seit jetzt, seitdem ich halt... Auch erst seit dem Jahr oder sowas bin ich da aktiver, sage ich jetzt mal. Und dann, da werden mir immer die ganzen Abgründe, die es da gibt, erst bewusst. Und dann gibt es immer so Leute, die posten dann irgendwelche Sachen von irgendwem. Oder ich weiß, es sind halt immer irgendwelche, die zanken sich halt wegen irgendwas. Ja, und der eine postet, du hast ja das geschrieben, hier habe ich Beweis und so. Dann sagt der andere, du kannst dich verpissen mit deinem Kackbeweis und so. Und Screen, du hast einen Screen gemacht, das verletzt meine Privatsphäre und da verklage ich dich jetzt, kannst ja dann viel Glück, viel Spaß mit der Anzeige oder irgend sowas. Wollen sich immer alle anzeigen wegen irgendwas gegenseitig und ich denke, finde das immer so lächerlich, weil jeder weiß doch, dass es erstens nicht passiert, weil da kein Mensch irgendwen anzeigt, aber halt so, aber halt das Maul so weit aufreißen, dann so rumzulabern, ja, Anzeige kommt und bla bla bla, so ein Schmarrn. Die wissen doch nicht mal, wie man überhaupt jemanden anzeigen, weißt du so. Dann gehen sie irgendwo hin, wo gehen sie denn hin, zur Polizei? So, ja, ich möchte gern jemanden anzeigen, der hat nämlich meinen, also gehen sie rein, ja, ist voll schlimm, ich will jemanden anzeigen, der hat mich in meiner Persönlichkeit verletzt oder irgendwie bla, Identitätsvergewaltigung oder so, das heißt, das ist total behindert. Und er sagte, oh ja, was war denn los? Schildern Sie doch mal den Vorgang. Ja, ich habe mich da mit einem gedisst und der hat dann Screen gemacht, ne? Von Facebook Message und dann hat der Screen gemacht und dann hat der das gepostet und so. Und dann der Polizist so, ja. Um wen geht's denn? Er sagte, ja, das ist hier der XXX-Tuber 14 LP XXX. Und der hat mich voll angemacht und der hat meine Sachen, hat er gescreenshot und so und ich will ihn jetzt verklagen. Und er dann so, ja, also es geht um Facebook und da hat jemand sie dann beleidigt oder was. Nee, der hat das gepostet, weil ich habe mich mit dem gedisst und der hat dann das gepostet, weil er mich lächerlich machen will. Und jetzt zeige ich den an. Und dann, die denken halt, das wirklich, aber also das macht ja auch keiner. Ja, da geht ja erstens keiner hin, zweitens gibt es niemanden, der deine Anzeige für so eine Scheiße aufnimmt. Und drittens, WTF, also dass die Leute nichts Besseres mit ihrem Leben anzufangen wissen, als irgendwie
so zu tun, als würden sie sich gegenseitig verklagen. Das ist ja also wirklich, das ist ja, und vor allem, wer glaubt denn sowas? Und also, mir fehlt ja oft einfach nur total die Worte bei sowas. Da weiß ich gar nicht. Da weiß ich gar nicht mehr, was wahr oder falsch ist. Da weiß ich nicht, was Lüge und Wahrheit noch gemeinsam haben. Das wäre ein Fall für X-Factor Packy. So. Wo ist jetzt der Sapling hin? Ah, da. So, jetzt könnt ihr ruhig mal ein bisschen wachsen hier, Bäumchen, ne? Ich gehe mal eben schlafen. Und wenn ich wieder aufgewacht bin, dann möchte ich, dass ihr alle hier schön saftig einen Stamm entwickelt habt. Verstehen Sie? Saftiger Stamm. Ja, ja. Einmal schön schlafen gehen. Und ich sag's euch, ich bin so am Arsch. Oh. Und kennt ihr das auch, wenn ihr so einen Tag habt, wo ihr denkt so, boah Gott, ich will erstens nicht faul sein, aber ich bin auch voll am Arsch. Aber ich glaube, das hat jeder mal, so total abgefahrene, fertige Tage irgendwie, wo man dann müde ist und nicht weiß warum und einfach keinen Bock hat und total am Arsch ist und fertig ist und sich denkt so, oh, warum ist mein Leben nur so schwer und das von allen anderen so einfach und warum geht's nur mir so schlecht? Was habe ich nur getan, damit es mir so schlecht geht, damit der Gott mich so bestraft? Jesus, warum tust du das nur, ne? Also, solche Tage kennt doch jeder, oder? Das ist doch einfach so. Das ist doch ganz normal. Es gibt ja auch Leute, die haben das jeden Tag. Es gibt ja auch Schüler, ja, und die nach Hause gehen. Also ich weiß nicht, wie euer Alltag aussieht, ne? Aber es gibt ja so Leute, die gehen nach Hause aus der Schule. Die waren also von in der Früh, ja, um 8, weil um 8 geht die Schule nochmal los, bis mittags um 1, weil die regelmäßige Schule hört um 1 auf, ja. Wir nehmen jetzt mal keinen Nachmittagsunterricht und sowas. Sondern bis um 1 dauert die Schule, dann, ja, weiß nicht, kommt drauf an, ob sie Bus oder Bahn oder wie auch immer fahren müssen. Sagen wir mal, sind sie um 2, spätestens 2:30 zu Hause und dann müssen sie sich erstmal hinlegen, 2 Stunden. Hinlegen! Weißt du, so in der mit 16 oder was? Erstmal nach der Schule nochmal 2 Stunden, 3 Stunden hinlegen, weil man so fertig ist. WTF, wie geht das denn bitte? Ja, wie kann man denn... Ich gehe den ganzen beschissenen Tag arbeiten, was heißt beschissen, eigentlich sind es ja schöne Tage, gerade bei dem Wetter, gehe ich draußen arbeiten, tu mich an, schwitze mir einen ab und bin fertig und am Arsch und alles tut mir weh und überhaupt und so. Und dann setze ich mich hin und nehme erstmal noch Feed-Videos für euch auf. Von wegen, ich lege mich erst nochmal kurz hin. Es kommt jetzt ein bisschen so jämmerlich rüber, ne? Also so jammern, so, wie sagt man denn? Was, wie sagt man denn das? Wenn man so weinerlich, genau. Es kommt jetzt so ein bisschen weinerlich. Ich mach's ja gerne. Ja, ich sag das ja nicht, sonst würde ich es nicht machen, Videos zu produzieren. Ich finde das ja geil, mir macht das so Spaß. Darum geht's auch gar nicht. Ich will ja gar nicht darüber jammern, wie es mir geht, sondern mir geht's ja ziemlich gut. Ich bin ja auch eigentlich immer ziemlich gut gelaunt und ziemlich gut drauf und mach das ja auch alles gern und mag meinen Job und das und ne. Und aber viele ist einfach immer so immer schlecht drauf und immer. Oh, es war so anstrengend. Ich muss mich erstmal 2 Stunden hinlegen. Als Schüler, ne? Ich weiß schon. Schule ist anstrengend. Ich war selber lange genug in der Schule, ja? Ich kann das schon nachvollziehen. Aber, dass man sich dann schlafen legt bis um 4. Nee. Da habe ich kein Verständnis für. Das ist wie Leute, die am Wochenende bis Mittag schlafen. Das kann ich auch gar nicht verstehen. Oder die Ferien haben. Also, bis Mittag. Ich könnte niemals bis Mittag schlafen. Und vor allem verpasst du ja dann den ganzen schönen Tag. Du kannst ja dann... Das ist ja schon alles wieder gelaufen. Und dann, ja gut, kannst du natürlich die Nacht noch zum Tage machen. Toll. Aber das kannst du doch so oder so auch. Ja? Ach, das ist... ich weiß nicht. Ich finde das immer ganz komisch. Dann so schlafen bis nachmittags um 4. Gibt's auch Leute. Den ganzen Tag rum und schlafen bis nachmittags um 4 oder so. Ich meine, wenn man wirklich fertig ist und sich dann nochmal hinlegt, ja, dann sage ich auch gar nichts. Mir kommt gerade eine Idee. Wenn ich die Leaves hier wegnehme, können wir uns doch vielleicht aus den Leaves so einen kleinen Irrgarten bauen hier, oder? So einen ganz kleinen. Ein kleines Labyrinth. Ein Labyrinthchen sozusagen. Ja? Ein Irrgärtchen. So ein irre Vorgarten, so wie in so ein Schrebergärtchen, ne? So ein Strebergärtchen. Ich bin Gärtchen und ich bin Streber.
Sagt man das? Na, Gretchen hat man immer gesagt, ne? Gretchen. Gretchen, Gretchen. Wächst jetzt nochmal was, oder? Da haben wir noch welche. Das ist auch wieder einer. Da müssen wir auch nochmal gleich weghauen, aber ich habe schon langsam keinen Platz mehr. Ach genau, wir wollten ja hier nochmal Le Trou aufstellen. Le Ding. Ihr wisst schon, Le dieses. Und natürlich auch Le Trou, weil wir brauchen immer eine kleine Trou zum Wegschmeißen von Dingen. Falls wir hier immer zu viel Nebenerzeugnisse, nennt man das, haben. Wie zum Beispiel diesens, und gerade brauche ich diesens nicht mehr. Nebenerzeugnis, alles Nebenerzeugnisse. So, und den brauche ich auch gerade nicht mehr. Die könnte ich dann natürlich, wobei die trage ich wieder hoch. Genau, die brauche ich auch gerade nicht, das brauche ich gerade nicht. Die Wolle brauche ich gerade nicht. Die Akazien brauche ich gerade nicht. Das muss man dann alles wieder hochtragen. Das brauche ich auch gerade nicht. So, und den Apfel könnte ich mir mal reinpfeffern. Oh, ich könnte da nochmal so ein Brötchen reinpfeffern. Eine Ofenkartoffel. Sieht aus wie eine Semmel. Eine Semmel? Ich bin der Bayer und bei uns sagt man ja immer Semmel, gell? Wenn ihr es nicht kennt. Und meine Großeltern und also so mein Familienstamm ist ja eher so im Norden angesiedelt. Also meine Großeltern kommen halt aus Celle. Und das ist bei Hannover, falls es jemand nicht kennt. Und auf jeden Fall... ja, da spricht man anders. Da spricht man nämlich Plattdeutsch. Wahlweise auch Hochdeutsch. Aber meistens eher Plattdeutsch. Das kommt immer darauf an, ob man dazugezogen ist oder schon lange da wohnt. Und dann gehe ich da natürlich immer rein. Weil wenn ich da mal zu Besuch bin, dann fange ich ja nicht an. Oder gerade dann, ja, muss ich ja meinen bayerischen Slang raushängen lassen. Das ist dann immer... recht interessant, wenn du dann irgendwo einkaufen gehst in die Bäckerei und dann sagst, du nimmst gern da 4 Semmeln oder Semmeln, du musst ja gar nicht den Bayerischen so rauslassen, sagst Semmeln und dann sagen die, was? Dann sagst du Semmeln, 3 Semmeln, du alte, du Weizenkorn Backfachkauffrau, du. Und dann sagt sie, ja, Semmeln haben wir nicht, was ist das? Und dann sagt sie, das Ding, die runden Teile. Ach, sie meinen Brötchen? Dann sage ich, nein. Sage ich, gib mir das. Und dann sagt sie, ja, das sind Brötchen. Dann sage ich, das sei, was es will. Ich will 2 Stück davon. Und dann sagt sie, ja, kann sowas drauf sein? Und dann sage ich, freilich, 300 Gramm Leberkäse. Und dann sagt sie, raus, und ich gehe. Und nein, also so. Das war eine etwas übertriebene Darstellung, aber... So könnte das auch durchlaufen. Jetzt wachsen hier aber die Bäume aus dem Boden. Junge, das kannst du ja gar nicht mehr sehen, gell? Ja, Fleischkäsebrötchen, ich glaub's nicht. Für sowas wirst du bei uns mit der Mistgabel aus dem Dorf gejagt, wenn du sowas sagst. Wenn du herkommst und sagst, ich hätte gern 3 Fleischkäsebrötchen, bitte. Das war genauso wie bei mir in der Realschule. Dann gab's im Pausenverkauf, da gab's Wurstsemmeln. 3 Stück. Wurstsemmeln mit Salami, ja. Wurstsemmeln mit Leberkäsaufschnitt und, also Fleischkäseaufschnitt und eine Wurstsemmel, was aber weniger eine Wurstsemmel ist, sondern mehr eine Käsesemmel, weil halt eben Käse drauf ist. Also nicht diese Käsesemmeln, die mit Käse überbacken sind, sondern nein, diese, wo halt dann eine Scheibe Edamer oder sonst irgendwas in der Mitte flackt, ja. So, und die heißen halt in Bayern oder bei dem Verkäufer nicht eine, das sind erstens mal alle Wurstsemmeln, ja, so, und dann gibt's halt dann die Leberkässemmel, das ist dann aber keine Leberkässemmel, sondern das ist a Rode, ja, und das ist halt, die Leberkässemmel ist die Rode, wobei das ja Quatsch ist, weil ja eigentlich die Salami rot ist, aber die Salamisemmel wäre dann eine harte, ja. Und wenn du da neu bist und das nicht weißt, dann ist das ein Problem, ja, weil du dann nicht richtig bestellen kannst. Und damals unser Hausmeister, also der dann halt die Sachen verkauft hat, der versteht dich dann nicht und der muss dir dann erstmal erklären, was du hast. Also wenn du hingehst und sagst, hallo, ich hätte gerne ein Fleischkäse-Semmelbrötchen, dann sagt er raus. Nein, also so ungefähr, der sagt dann schleich dir, pur, und er sagt, so, jetzt brauchst du mal Obacht. Da gibt's 2 Semmeln, ja, Rode und der Harte. Was möchtest?
Und du weißt natürlich nicht, was was ist. Also sagst du erstmal, ich nehme eine rote, weil du denkst, die rote wäre die Salamisemmel. Aber nein, es ist nicht die Salamisemmel, sondern die Salamisemmel wäre ja die harte. Also sagst du, zwei rote bitte. Und dann nimmt er zwei Leberkässemmeln, Aufschnitt, und hält sie dir hin. Und du sagst, nein, die mit Salami. Dann sagt er, das sind harte. Dann sagst du, ja, aber die Salami ist doch rot. Dann sagt er, das ist Wurscht. Das heißt da so, ein Leberkäse ist... Und dann geht's halt so weiter, ne? Also, ein Rode und ein Harte. Ja, das sind schwierige Zeiten. Da weiß man nie so genau, woran man ist. Und dann irgendwann haben sie Fischbrötchen. Also, Fischstäbchenbrötchen. Es waren, glaube ich, zwei oder drei Fischstäbchen in so einer Semmel drin. Und die waren immer nur zu begrenzter Zahl verfügbar. Die waren halt in der ersten Pause schon einmal gleich weg. Da musstest du immer der Erste sein, damit du noch so ein Ding abkriegst. Genauso wie dann haben sie irgendwann Milky Way Crispy Rolls gehabt. Und wir mussten letztens lachen. Ich war mit dem Dave, den kennt ihr vielleicht auch, falls ihr die Fußball-Let's Plays von mir mal geguckt habt, die PES-Let's Plays. Da war ich mit dem Dave beim Kaufland shoppen, also einkaufen, und dann gab es Crispy Rolls. Und dann kamen wir auch wieder ins Gespräch, weil... Crispy Rolls war auch immer so, die hatten auch immer Crispy Rolls, immer halt diese kleinen Zweierpacke, da ist immer zwei Rolls drin, wie man so kennt. Falls ihr die nicht kennt, Milky Way Crispy Rolls, unbedingt mal mitnehmen, wenn ihr die irgendwie seht, die sind so scheiße lecker, die sind so ein bisschen wie Amicellis, nur geiler. Falls ihr Amicelli nicht kennt, ist nicht schlimm, Hauptsache ihr kennt Crispy Rolls. Auf jeden Fall gab es halt dann immer Crispy Rolls begrenzt, verfügbar. Und du musstest halt immer schnell sein, weil die waren so schnell weg. Das ist halt, dann kamen immer welche an, die sind dann hin, ich nehme Crispy Rolls. Ja, wie viel denn? Ja, alle. Und dann, du kannst nicht alle Crispy Rolls. Nein, so immer schön sechs Stück oder so, oder drei Stück oder wie auch immer. Und dann war schon immer nichts mehr da. Und dann kamst du als der normal Unterricht hatte und irgendwie sich nicht getraut hat, einfach vorher sozusagen, ich gehe aufs Klo. Und dann hat er seinen Klogang bis in die Pause rein verlängert, ja. Gibt's ja alles, da Schüler haben ja, die sind ja nicht blöd, ne, die haben ja immer ihre Tricks. Und ja, dann waren immer alle Crispy Rolls weg. Mein Gott. Aber dafür waren noch genug Rode und noch genug Harte da. Die gab's immer. Wenn man sie richtig bestellen konnte. Sonst nicht. Sonst wurde man rausgejagt. Vor die Tür. Oder zurück. Oder weg. Und dann kam man in der nächsten Pause wieder an. Und dann hat er einen schon so angeschaut. Und hat gesagt, so, was machst du jetzt? Es ist ja in Bayern, ist das ja immer... Da ist der Umgangston ja oft etwas harsch, aber es ist ja nie gemeint. Also es ist ja nie bös gemeint. Also wenn in Bayern jemand wirklich, also dann, wenn jemand wirklich einen Hass auf einen hat oder man merkt, oh, jetzt wird's problematisch, dann sagt er nämlich gar nichts mehr. Wenn einer noch schimpft und immer so ein bisschen fies ist, also so halt so sich aufregt, dann ist meistens noch alles in Ordnung, weil das ist so das bayerische Temperament. Aber wenn einer schon gar nichts mehr sagt, dann ist es, glaube ich, spätestens dann ist es dann an der Zeit zu gehen. Und genau das machen wir jetzt auch. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann hoffentlich mit Crispy Rolls. Und ohne beschossen zu werden. What the hell? Und dann müssen wir mal Renovierungsarbeiten machen, glaube ich. Oder da unten weiter. Mal gucken.